Jo, moin, meine Flügt und ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Mit herzlich willkommen zu Sea of Thieves. Ja, wir machen heute gemeinsam die Jungfernfahrt, das Tutorial zum Spiel. Und das ist quasi auch die Einleitung für dieses, ja, man kann fast sagen, neue Let's Play auf dem Kanal. Denn zumindest mit dem guten Toni, Grüße gehen mal raus, haben wir schon die ersten drei Missionen von der neuen Tall Tale Geschichte rund um Captain Jack Sparrow aufgenommen. Und ja, die Jungfernfahrt ist, glaube ich, eher für diejenigen jetzt noch. Also, da wird keine große Geschichte erzählt. Ne? Das ist jetzt keine große Story, das ist das Tutorial. Aber vielleicht für diejenigen auf dem Kanal, die das Spiel noch gar nicht so kennen und ein bisschen was kennenlernen wollen, wie funktioniert Steuerung, was hat was mit was zu tun im Spiel, mache ich das jetzt einfach mal vorweg. Das soll auch gar nicht so lange dauern, wie mir gesagt wurde. Und was ich nicht wusste, weil ich habe das schon mal irgendwann, boah, keine Ahnung, von einem Jahr oder so angefangen und dann aber irgendwann einfach beendet, weil es mir einfach zu, ja, okay, ist jetzt alles irgendwie jetzt nicht so neu, weil ich habe das Spiel schon zwei Jahre jetzt oder anderthalb bis zwei Jahre gespielt. Hab dann das mal abgebrochen und nicht weitergemacht, aber mir wurde jetzt gesagt, am Ende, wenn man es durchgedaddelt hat, gibt es sogar 25.000 Goldbelohnung, die dann im Hauptspiel auch verfügbar sind. Und so ein bisschen Gold, da sage ich nicht nee, ne? Deswegen würde ich sagen, auf zur Jungfernfahrt, let's go! Segel setzen. Solo-Schaluppe-Crew-Aufstellung. Das bin ich. Die Meere absuchen. Das war eine schöne Nacht hier auf dem Boden. Ja, guten Morgen. You look a little worse for wear, my friend. You must be on quite the journey. I should eat something if I were you. A full belly can do wonders for your spirits. Once you're in good health, we'll speak properly. Halt Q gedrückt, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. Ja. Menü, was ich nicht allzu häufig verwende, weil ich nutze eigentlich lieber die Tasten, wo 3 für Nahrung ist und 5 für Bretter oder B für Eimer. Aber naja, gut, das Spiel will jetzt unbedingt, dass wir dieses Konsolenmenü nehmen. So, wir snacken mal eine Banane hier. There, you look better already. Maybe even strong enough to reach the Sea of Thieves. Ooh. Don't look so surprised. These days they call me the Pirate Lord. But back when I discovered this place, I was just a bold explorer like you. I dreamt of finding uncharted waters filled with treasures and rife with danger, where every sunrise brought a new adventure. You've been brave to make it this far. Not many do. Now you've one last crossing to make. You'll want some trusty steel at your side, though. There's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore. Oh. Nimm das Entermesser aus. Darf ich mal? Danke. Ja, du bist gebraucht. Achso, ja. Hier, da. So. Das war einfach. Sprich mit dem Pilar am Strand. Geistersplinter ist hier, der ist hier mir vorbeigeschlichen. Mit Piraten dort sprechen. There's far more to being a pirate than a blade in your hand and a love of other people's money. It's about finding your way through ancient caverns by lamplight, digging up long lost treasures. And raising a frothing great tankard of grog when you live to tell the tale. Genau. Nach jeder verbrachten Tat ist man Grog. For all that, you'll need the right equipment. You can start by taking this old shovel. Oh je.
I stowed a few belongings around here back in the day. The map will show you the way. Map? So, hier? Da, okay. Wir sind am Strand. Ist das ist wahrscheinlich in der Mitte der Zange, das heißt, das da oben ist das Wrack, dann wird das da irgendwo sein. So, irgendwo. Na? Vor dem zweiten Grün, das ist jetzt da bei E und F, ist das zweite Grüne. Dazwischen ist nochmal Sand. Das ist ungefähr hier. Gefunden. Ruhe des alten Seefahrers entdeckt. Bring die Truhe des alten Wegfahrers zurück zum Piratenlord. Jo. Geht schön. Ah, my old chest. Let's see if she still hides her secrets. Öffnen. Nimm die Ausrüstungsgegenstände. Ja, gerne doch. Steinschlosspistole erhalten. A fine weapon. She'll serve you well out there. Danke. Ausrüstung erhalten. Instrumente. Wähle einen Gegenstand aus und lass ihn cool. Ja. Also. There, now you look like a true pirate. Oh yeah. There's plenty more to see, so why not stretch your legs and explore? I'll be here when you're ready to leave. Okay. Sprich mit den Piraten dort am Strand, wenn du bereit bist, in die See zu stechen. Ja, ich weiß, aber wir müssen hier irgendwelche Sachen machen. Jungfernfahrt. Was müssen wir denn hier machen? Eine Sache habe ich irgendwie damals so gemacht. Fleisch auf der Insel des alten Seefahrers gekocht. Wow. Eine Sache habe ich damals hier gemacht. Was haben wir noch zu tun? Erreiche die Zero Thieves. Das scheint mir eher das Ding am Ende für zu sein. Finde alle Logbücher. Oh, das ist mit den Büchern. Oh, ich habe zwei Bücher schon gefunden. Interessant. Verborgene Geheimnisse. Öffne den Frachtraum der Magpie's Fortune. Fange auf der Jungfernfahrt einen Fisch. Ja, dort kriegen wir gleich noch hin. Finde das Ruderboot auf der Insel des alten Seefahrers. Schließe Belobigung. Das Abenteuer beginnt ab. Segel der Magpie's Fortune. Jacke des Piratenlords. Schließe eine Belobigung zum Horizont. Auf zum Horizont ab. So, das hier, ne? Okay, wenn man die Sea of Seas erreicht und wenn man das Abenteuer beginnt, wenn man alle Belobigungen freischaltet, kriegt man ein Segel. Und wenn man nur in die Sea of Seas schafft, kriegt man zumindest eine Jacke. Immerhin. Feuer eine Kanone vom Wrack der Magpie's Fortune ab. Ja, das Wrack habe ich da vorne schon gesehen. Gut, dann machen wir mal ganz kurz die Geschichte hier mit dem Fisch. Da. Das schon mal hinter uns. Das ist jetzt der spannendste Teil, Freunde. Nein, Schatz. Ja, Angeln ist halt irgendwie in jedem Spiel so hinstellen, warten, dass es beißt, hinher ranziehen. Ah. Ist, glaube ich, auch eine Realität. Also ist jetzt nicht so ein Ding, was mich umhauen würde, glaube ich. Spannung und Nervenkitzel pur hier. Ich habe kurz schon gedacht, ob ich vielleicht irgendwie weiter hätte reingehen müssen, dass es hier nicht tief genug ist, aber da ist ja schon unser begehrtes Ziel. Unser nächstes Armbrot, wenn man so will. Ey, der geht aber ab. Der hat ein bisschen was vor hier, der Fisch. Der will heute noch Meile machen. So. Schön, wenn du nicht auf den Stein zugrast, weil ich glaube, dann reißt die Angel ab, lieber Fisch.
Angel und Spiel mag es nicht, wenn sie mit irgendwas kollidiert. Bin dann gleich sehr. Ja, okay, wir sind da, glaube ich, schon. Ja, wir sind schon hinterm Stein. Zum Glück. Oh, das Schiff sieht aber auch ein bisschen mitgenommen aus, muss man sagen. Oh mein, hast dich jetzt ausgepowert. Können wir dann mal zum Braten kommen? Ich würde gerne irgendwie essen. Und er wird sich noch ein letztes Mal. Da kommt er. Wunderbar. Lobigung freigeschaltet. Ein toller Fang. Irgendwo hier war doch auch ein Grill, oder nicht? Hier oben beim Start einer? Da genau. Dumms. So. Fang einen Fisch, haben wir dann mal fertig. Finde alle Logbücher. Okay, öffne den Frachtraum. Ist das der Frachtraum? Ich meine, da oben ist auch ein Wrack, das habe ich eben schon gesehen, aber das sieht nicht nach Frachtraum aus. Das hier sieht mir eher wie der untere Teil vom Schiff aus, oder? Viel ist jetzt hier auch nicht. Wir was machen. Irgendwo rein? Oben ist auf jeden Fall eine Luftblase drin. Ne? Ich glaube schon. Es sei denn, wir brauchen, das kann ja nicht sein, den Schlüssel, um in den Frachtraum zu kommen. Wobei, ist das der Frachtraum? Das ist eher die Kettenskajüte, oder? Hm. Gucken wir mal da oben. Wo war denn hier der Weg? Dachchen. Ah, schön kross, so wie ich es mag. Das hier ist wahrscheinlich eher das, was wir suchen. Ist auch schon die entsprechende Musik. Warte mal. Die Dinger haben mehr Decks als die normalen Galeonen im Spiel. Aber wenn ich das richtig sehe. Das ist das Oberdeck. Das hier ist normalerweise das Deck, wo hier auch der Kartentisch ist. Oh, warte mal. Schlüssel zum Aufschließen benötigt. Aha. Das brauchten wir beim anderen jetzt irgendwie komischerweise nicht. Oder stand da was von dem Schlüssel? Ich guck nochmal schnell. Ist ja zum Glück nicht weit. Guck mal, wie hier auch drauf. Nein, schade. Eine schöne Abkürzung. Alle ob's das. Nö. Nichts mit Schlüssel. Das heißt, das Frack ist für uns gänzlich uninteressant. Das ist schon gut zu wissen. Moderns. Oh. Juli, dann schauen wir doch erstmal, was hier so ist. Rüberlaufen. Nee, ich kriege es lieber nicht. Seile waren bisher nie zum Rüberlaufen hier im Spiel.
Das wäre beinahe schief gegangen. Du sei. Okay. Hier irgendwie wieder was anzünden? Nein. Okay, wir kommen von der anderen Schiffswrackseite, kommen wir zu diesem, naja, Teich, sagen wir mal. Okay. Nur um es zu wissen. Da oben irgendwas? Oh doch, tatsächlich ein Buch. Vergessene Geheimnisse lesen. Verdammter Mist! Der Schlüssel zum Frachtraum des Schiffes ist verschwunden. Er muss mir wohl irgendwann aus der Tasche gerutscht sein. Na super auch. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass mir so etwas passiert. Auch bei der Sache mit Wrathbone. Man könnte meinen, es wird zur schlechten Gewohnheit. Vielleicht hat er sich aus meiner Jackentasche verabschiedet, als ich mir etwas frisches Quellwasser holen wollte. Ach, was soll's. Eben noch ein verlorener Schatz. Wait, what? Das ist jetzt schon ein Hinweis auf den Frachtraum? Quellwasser. So was hier? Ups. Und den. Das. Ach, das schließt hier. Ich sehe das nur noch. Okay. Das schließt hier irgendwie runter, oder? Lumps. Schlüssel? Die Schlüssel hier im Spiel sind auch ultra klein. Man muss eigentlich immer auf irgendwas Glänzendes achten oder so. Leuchtet dann wie so ein. Wie so ein. Kommen wir da rein? Oh. Die See der Verdammten. Nicht alle meine Reisen zu dieser Insel sind mit freudigen Erinnerungen verbunden. Heute bin ich über einen armen Wicht gestolpert. Er hielt seine Karte noch fest umklammert, wenn man bedenkt, dass er kurz vor seinem Ziel war. Oh, gibt sogar eine Belobigung. Tatenfortschritt. Finde und lies Glockbrüder. Ach, guck mal. Eins von denen, was ich offensichtlich damals nicht gelesen habe. Egal wie schnell wir segeln oder wie zielsicher unsere Kugeln fliegen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns der Schnitter zu sich ruft. Schnitter. Ich kann von Glück sagen, dass ich einen Freund habe, der weise genug ist, dies zu wissen. Dank ihr lebe ich schon viel länger, als ich sollte. Zumindest im Geiste. Dank ihr und Freund. Bin jetzt verwirrt. Sollte ich hier Freundin sehen? Naja. Jüngeren Piraten bieten sich andere Hoffnungen. Wenn sie sterben, werden ihre Seelen davor bewahrt, einsam und allein durch das Meer der Verdammten zu treiben. Okay. Wenn du auf der Sea of Thieves das Zeitliche segnest und dem Fährmann gegenüber sitzt, dann merk dir eins. Er hat deinen Respekt verdient. Denn er hat das größte Opfer von uns allen gebracht. Ist jetzt ein Hinweis auf irgendeinen weiteren Schatz hier? Hier fies. Das will ich nicht. Können wir hier noch irgendwas machen? Muss ich nicht. Okay. Wir haben jetzt 3 von 10. Ist auch ganz wenig. Frachtraum, da brauchen wir einen Schlüssel für. Also warte mal. Er war kurz vor seinem Ziel, hat er doch gesagt. War hier ein Schlüssel? War du ein Schlüssel? Jetzt nichts. Normalerweise kommt einem das Spiel auch relativ damit höflich entgegen und sagt, hier drück F, da ist was. Okay. Hm.
ein Ruderboot finden, Kanonen abfeuern. Aber da hinten waren jetzt keine Kanonen, also müssten hier Kanonen sein. Normalerweise sind die seitlich genau hier. Ja, gut, jetzt noch einmal hier. Schon mal nix. Oh, aber hier ist ein neues Buch. Es erhielt einen Namen. Thief of Thieves, so wird das Meer heutzutage genannt. Der Geist ist aus der Flasche entwichen und mehr Piraten tauchen täglich hier auf. Einige wollen sich verstecken vor ihren Feinden, vor ihrer Vergangenheit, vor der großen Marinegewerkschaft, während andere dem Ruf des Abenteuers gefolgt sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor sich auch diese Insel hier erreichen. Vielleicht träumen sie von all den Schätzen, die in der Sea of Thieves auf sie warten, genau wie ich einst. Wie dem auch sein, wenn es so sein soll, dann wäre ich ein Narr, mich zu beschweren. Stattdessen werde ich einige Vorräte hier verstauen, für diejenigen, die sie benötigen. Außerhalb des Schleiers laufen die Dinge größtenteils anders ab. Aber Neuankömmlinge müssen flink im Kopf sein, um zu überleben. Ja, verstehe schon. Flink im Kopf deswegen, weil... Oh, warte mal. Und Kanone entdeckt. Ja, Multiplayer im Spiel läuft halt meistens ein bisschen anders ab. Guck mal hier nach oben, ja. Oh, warte mal, warte. Da war irgendwas mit F. Oder war es die Leiter? Ich kam von hier. Und Spiel sagte F. Leiter, okay. Nee, alles gut. Und, oh, Bücher. Hier ist schon mal nichts. Trucker! Oh, dann haben wir schon eine Kanonenkugel. Wenn wir Kanone abfeuern brauchen, brauchen wir auch Kanonenkugeln. Da hatten wir schon welche. Hier werden noch keine. Wunderbar. Du. Oh Gott. Hey, nochmal. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Ja, warte mal, wir haben nur 5 Schuss. Was sollen wir denn machen? Was genau sollen wir abballern? Was hätten sie gern zerstört gewusst? Feuere eine Kanone und Wrack der Magpie's Fortune ab. Oh, einfach blind? Einfach hier einfach so in die Mindeste. Geilo. Belohnung freigeschaltet. Ehre dem Piratenlord. Hat abgeschlossen. Nice. Und geht's auch weiter. Mal gucken, irgendwie. Irgendwie da so. Okay. Oh, die Ankerwinde kann man bedienen. Hier auch irgendwas auswirken? Ja, mach sie trotzdem auf. Ich hab jetzt nichts gehört, was die irgendwie bedient haben soll. Hier sollten wir bestimmt hin. Ja, wir sind jetzt unter dem Wrack durch. Doch. Hier geht's weiter. Da ist auf jeden Fall das Ruderboot. Komme ich da irgendwie rein? Aber nicht das Gefühl, dass das die richtige Richtung ist. Wasser geht auch eher nach vorne raus. Hier geht's rein. Wunderbar. Und zu weit, oder?
muss nach unten mehr. Freunde. Ich muss nach unten irgendwie. Komisch. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann gehe ich jetzt auch nach oben. Was war das? Schatten? Wir müssen doch unten reinkommen können, oder nicht? Ich glaube, hier geht schon nicht mehr wirklich weiter. Oh doch. Oh. Oh. Schöne Musik, schöne Aussicht. Malereien der Vergangenheit. Von all den ungelösten Mysterien, die mich in meinen Träumen verfolgen, quält mich keines mehr als das von dem lang verschollenen Volk, das die Piraten nur als die Alten bezeichnen. Die Sea of Thieves ist voll von ihren Überresten. Von Ruinen tief unter der Meeresoberfläche bis hin zu Felsengemälden, die meine eigenen erbärmlichen Bemühungen in den Schatten stellen. Sie besaßen offensichtlich ein unglaubliches Wissen und hatten viele Flüche und andere arkane Kräfte gemeistert. Keine Ahnung, was arkane Kräfte sind. Und doch hat sie irgendetwas vertrieben. Vielleicht hat ihre Zivilisation ein schrecklicher Krieg und eine große Naturkatastrophe befallen. Vielleicht war auch einfach nur die Zeit gekommen, weiterzuziehen. Nach wie vor kennt niemand die Wahrheit. Okay. Hat das irgendwas zu bedeuten? Okay, wir müssen irgendwie von hier aus nach unten ins Luderboot kommen hier. Das kann nicht der richtige Weg sein. Da brech ich mir ja sämtliche Knochen bei. Ja, warte. La da 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 da. Hier irgendwo. Das ist ja eigentlich nur bisschen nach unten kommen. Oh, warte mal. Aha. Lager aufschlagen lesen. Selbst nach all den Wundern, die ich erlebt habe, sind es doch die kleinen Dinge im Leben, die am schönsten sind. Heute ist das ein warmes Mahl, das über den prasselnden Feuer gebraten wurde. Echt, hier ist ein warmes Mal? Dann gibt es eine Auszeichnung. Frisches Obst ist ja schön und gut, aber wenn man sich die Zeit nimmt, ein richtiges Mahl zuzubereiten, fühlt man sich dennoch gleich viel besser. Schöner Ingame-Trick, weil es ist tatsächlich so, wenn du Fleisch, also gebratenes Fleisch oder gebratenen Fisch isst im Game, hat das tatsächlich, also zumindest minimale Auswirkungen auf ja, Leben, Kampfstärke und sowas. Also viele Leute schwören darauf, im PvP-Game lieber gebratenes Fleisch anstatt Obst zu essen. Und selbst beim Obst gibt es unterschiedliche Sorten. Also es gibt halt Bananen und ich glaube so wie Birnen und Tomaten und keine Ahnung, ich fresse das Zeug einfach immer nur. Die haben unterschiedliche, also die stellen eine unterschiedliche Menge an Leben immer wieder her. Das wird eigentlich schön passiviert durch diese Geschichte erzählt. Der Trick dabei ist, das Gericht genau zu beobachten und es zu servieren, wenn es den perfekten Garpunkt erreicht hat. Den Geschmack von verbrannten Essen kann man selbst mit viel Grog nicht vertreiben. Ach. Selbst ein einfacher Panschieber kann behutsam zubereitet werden, wenn man die nötige Erfahrung hat und einen Piraten satt machen, sodass er bei Kräften bleibt. Zumindest dafür sind sie also gut. Das Panschieber sind die eine der vielen Fischsorten hier im Spiel. Ist da irgendwas zu essen dabei, was ich braten kann? Nein, okay. Unten war jetzt. Kommen wir hier zum Ruderboot? So ganz. Oh. Das ist wieder so ein. Ja, okay. Diese Art von
Wir bauen mal irgendwo eine Schiffswinde ein oder irgendwie sowas. Das kam jetzt in letzter Zeit auch häufiger vor. Und diese Rätsel, diese kleinen Abenteuerrätsel, sind auch irgendwie viel besser als diese Reimtexte, die man dann versuchen muss. Zu entziffern, bei diesen, wo man das ausprobieren muss. Geh da hin, die drei Stimme gehen neu. Ach, das Ruderboot. Und so weiter. Da kommt man hier schon ein bisschen besser voran. Ja, oh Gott, nein. Oh, auffangen. Doch, zittlich. Also entweder ich habe gerade runtergedrückt oder ich muss ganz schnell durchhuschen, bevor es wieder runterfällt. Okay, ich habe offensichtlich runtergedrückt. Okay. Da sind wir von der Leiter. Ach, da ist das Gitter, was wir von oben gesehen haben. Nur Licht. Okay. Kann ich das jetzt hier aufmachen? Aber die Frage ist, wie kriege ich das Boot? Ne, das Boot kriege ich natürlich über den See da unten raus. Let me out, let me out. So ein kleiner Knast hier. Oh, warte, hier war irgendwas. Da ist irgendwas. Das passende Schiff. Wir alle wissen, was mit großen Flotten geschieht, die den Devil's Shroud durchqueren wollen. Kein schöner Anblick. Schreiende Seeleute und zerborstene Schiffe. Ich habe schon vor langer Zeit gelernt, dass kleine Crews eine größere Chance haben, den verschlungenen Pfaden zu folgen, die sicheres Geleit zur COCs garantieren. Ein Alleinreisender sollte sich eine Schaluppe zulegen. Diese Schiffe sind klein und wendig, auch wenn es ihnen aufgrund ihrer Größe an Feuerkraft mangelt. Größere Crews müssen sich ein Zweimaster oder eine mächtige Galeone holen, deren 8 Kanonen und 3 Großsegel ein ehrfurchtgebietender Anblick sind. Dann gibt es natürlich noch das bescheidene Ruderboot. Diese winzigen Gefährten können von größeren Schiffen transportiert werden und man kann damit das Überraschungsmoment bewahren. Den Piraten auch so, das ist der Dauertext unten. Okay. Nice to know. Warte, ich habe irgendwo mal die Leiter. Da. So, was ist hier noch drin? Nix. Ich will mit dem Ruderboot irgendwas machen. Piraten ansehen. Da. Da. Ruderboot. Ruderboot? Nee. Ruderboot. Finde das Ruderboot für Insel des alten Seefahrers. Das ist nicht das alte Ruderboot? Oh, hier ist auch noch was. Oh. Ich dachte, jetzt kommt vor so ein fancy Höhlengebilde hier, aber nein, es ist nur noch. Ja, was soll ich denn damit machen? Oder soll ich denn das zurückbringen? Komme ich davon raus? Ja, davon ist sie. Jetzt habe ich das. Jetzt ist mir Logo schon durch. Ah, und die zu. Ja, ich weiß nicht, wie man das spielt. Na komm, sind wir mal so nett und bringen sie zurück. Vielleicht gibt es da noch irgendwas dafür. Logo freigeschaltet. Dean Boat. So, wir mussten hier einmal reinfahren, ne? Bisschen sie zu stechen. Ja gut, aber die Belobigung haben wir bekommen jetzt für das Schifflein. Okay, gut, das ist jetzt noch offen.
alles abschließen. Okay, das heißt nur noch die drei und dann kriegen wir auch das da. Öffnen den Frachtraum. Das ist jetzt 6 von 10 Büchern. Boah. Wie viel liegen denn hier noch rum? Wo ist nochmal rum hier? Da nicht runterfallen. Mal vorsichtig. Untertasten. Ach, come on. Die lassen wir doch wenigstens gucken, was hier so ist. Hier ist nur Wasser verwirrt, die Dings. Komm ich wieder rauf? Wunderbar. Quellwasser. Oh, warte mal. Das hier ist Quellwasser, oder? Hier diesem Quellwasser den Schlüssel? Siehst du doch von innen an dieser Texte da. Die Quellwasser hat er es eventuell verloren mit seiner Jackentasche. Ja? Ne. Ich halte auch nichts glitzern. So, warte mal. Hier hinten ging's diesen Felsen. Ne? Ja, okay, da ist dann nichts. Quellwasser. Ewigen Quellwasser sozusagen. Hier irgendwelche Vasen oder so am Boot, wo Quellwasser drin sein kann. Oh, wait. Auf vielleicht? Hier drunter? Zählt ein Wasserfall als Quellwasser? Ich weiß noch nicht. Kommen denn diese ganzen Wasserfälle her? Das sind der Ursprung der Wasserfälle? Ist da Quellwasser? Steine glitzert, okay. Ungefähr so ein Glitzern könnt ihr euch mal vorstellen, ja. Wisst ihr, was da auf dieser einen Steinkante. Warte mal, komm ich irgendwie. Das da, ja. Ungefähr so glitzern Gegenstände auf eine gewisse Entfernung, wenn. Oh. Waren wir hier schon? I'm afraid, yes. Das ist auch nicht. Also so Kerzen und Lichter anmachen ist momentan der absolute Obershit bei den Jack Sparrow Missionen. Da muss man immer irgendwelche. Oh, da hängt was, warte mal. Was hängt denn hier? So ein Seilende. Okay. Nehmen alles zurück und überhaupt das Gegenteil. Bücher, Bücher, wir brauchen noch so viele Bücher, das gibt's gar nicht. Wir so zurück. Aber waren wir da? Ah, das ist glaube ich der Ingang, wo ja, wo es runter zum Ruderboot ging. Treppe waren wir noch nicht, komme ich da hin? Nicht so wirklich. Das hier war Schlüssel zum Aufschließen. Wo kann denn der Schlüssel? Also warte mal. Doch. Den Schlüssel. Ein Quellwasser. Oh, ich will jetzt schon alle sehen hier durchforstet oder nicht. Also außer das Hauptmeer. Oh ne, Quatsch, wir haben das da noch nicht gemacht, oder? So, auch nichts. Oh Gott. Wir haben ja regelrecht durchgeschleudert hier.
Also ich sehe jetzt hier nichts, was irgendwie... Es muss ja leuchten. Das ist ja das Ding. Momentan sehe ich ja einfach nichts, was leuchtet. Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Let's Plays verzögern sich aufgrund von Ungereimtheiten. Jetzt auch nicht so wirklich was. Ich will es echt vermeiden, so lange wie möglich Guides zu verwenden. Also zumindest fürs Tutorial würde ich mich echt ein bisschen versuchen, dann abzufehlen hier mal. Weißt du, die Hauptmission, um das auch vollständig zu machen, könnte man sich das immer... Hallo? Doch. Ist schon auf dem Buch spielt? Warte mal, hat er was gegrinst? Muss ich hier was anzünden? Nein, anzünden. Oh, da oben sind aber Bücher. Nein. Nein, nein, nein. Hier komme ich auch nicht raus. Ist gar nicht vorgesehen. Acht, grob acht. Doch, hier oben war ich glaube ich schon mal, oder? Da ging es rüber, da ging es rauf. Wir waren da oben, wir waren da drinnen. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren auf keinen Fall vor dem Schiff bisher. Das hilft uns doch nicht. Doch, wir waren schon mal hier, oder? Ja, hier ist die Brücke. Okay. Ich sehe schon kommen in den Kommentaren, schreiben sie alle, bist du völlig blind? Das ist die Kerze. Das ist der Keller. Frachtraum. Auch wenn es eher ein bisschen aussieht wie mittlerweile, als ob sie es befestigt hätten. Aber naja. Es gibt hier auch keine, wenn ich draufklicke, keine Hinweise, oder? Öffne den Frachtraum. Ne? Da kommt einfach gar nichts. Gar nichts kommt da. Gar nichts. Ja, das will ich auch nicht irgendwie abschlagen. Das ist nämlich auch so ein Ding in den neuen Missionen, dass man auch Seile irgendwie mal durchtrennen muss. Aber die sind dann halt auch schon so angedünnt. Irgendwie wirkt das noch hier so, weil es hier so leer ist überall. Als ob hier irgendwie was sein müsste, aber hier ist halt auch überhaupt nichts. Es ist einfach nur zum Kletter 10. Etagen durch. So, da oben drauf waren wir. Wir waren auch da. Haben die Seen abgeklappert? Wir waren da oben drauf, wir waren da unten drunter. Weil die werden nicht von mir verlangen, oder dass ich vom Weg abgehe und dann auf so einen grünen Vorsims drauf gehe. Nichts hier raus? Nee. Eins weiter. Nee. Hä? Wo ging es denn hier nochmal raus? Da. Ja.
Wenn wir jetzt... Wie komme ich hier rüber? Da. Oh, bitte. Lass es nicht zu schmerzhaft sein. Danke sehr. Das ist ein Leiter. Leiter ist schon mal ein Hinweis, aber kann es einfach nur sein, falls man, wie ich, in Jump'n'Runs nicht so geübt ist, dass man einfach nur da vom Wasser wieder hoch kann? Hier ist Ende im Gelände. So, Leiter war hier. Oh. Oh, 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 oh. Was sind meine... Leiter? Oh Gott. Ich komme hier nicht rauf. Doch jetzt so. Das ist nichts. Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist dann einfach nur... Da kann ich hier irgendwas aufmachen. Aber warte mal. Ich komme hier am Mast vorbei. Ja, meh. Dann hör nicht. Manchmal. Oh, warte mal. Ah! Gottes Willen! Wer kommt denn? Oh Gott. Muss ich jetzt alle Gebüsche durchsuchen? Oh mein Gott. Lange haben wir schon? Wir haben schon 15 Minuten. Läuft hier, richtig. Vor vielen, vielen Jahren stand ich einst auf diesen Klippen und blickte auf die See hinaus. In Gedanken versunken. Plötzlich gab es einen lauten Knall. Es war ein gewaltiger Kraken. So einen großen hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Okay. Mein Beileid. Ich erschrak so dermaßen, dass ich vor Überraschung einen unfreiwilligen Satz nach hinten machte. Nachdem ich wieder auf den Beinen war, verletzt und blutend, beschloss ich, diese Leiter anzubringen, falls mal wieder jemand auf dieselbe Weise stürzen würde. Ja, herzlichen Dank. Mehr oder weniger beabsichtigt passiert. Heutzutage ist der Kraken nicht mehr das einzige Meeresmonster, auf das man achten muss. Und das alles dank diesen Idioten Merrick. Auch Megalodons durchflügen jetzt wieder die Wellen. Selbst für erfahrene Piraten stellen sie eine große Herausforderung dar. Einst kämpfte ich gegen solch eine monströse Bestie mit weißer Haut. Das war, nun ja... Diese Geschichte hebe ich mir für einen anderen Mal auf. Ja, der weiße Megalodon ist der Shrouded Ghost. Und wer den findet, der lügt entweder oder hat unfassbares Glück. Nee. Da geht's nirgends zu mir hin. Dann der Light. Nee. Ja, gut, dann gehen wir mal hier wieder an Land. Der Rauf. Aber dieses Ding mit dem Quellwasser im Kopf, das macht mich völlig klar. Oder mal links zum Schiff, hier geht's zum Schiff. Also noch einmal, wir hatten jetzt gesagt, hier. Der ist so prädestiniert hier hinter dem Wasserfall einfach, ne? Aber ne. Hier ist nix. Dann hatten wir... Haben wir nicht auch hier irgendwie? Warte mal. Ja. Dann haben wir hier geguckt. Mal ganz langsam. Nein, tauchen.
im Quellwasser tauchen. Danke sehr. Hier scheint echt nicht viel zu sein. Irgendwo ist lang, da ist lang. Da ist nichts. Hier wirkt wie so ein kleines. Da kann ich mit dem Lebter nicht reinschwimmen, oder? Komm schon, lass mich unter Wasser bleiben. Da komme ich in den Lebter nicht rein. Fische sind ja ultra klein hier, oder? So. Da war die Treppe. Wieso leuchtest denn du nicht? Schlüssel des alten Seefahrers. Wieso zum Geier hat der nicht geleuchtet? Wir waren vorhin schon mal da drinnen. Das finde ich, ich sag euch in den Kommentaren steht drin, das hättest du alles Zimmer schneller machen können. Okay, warte. Wenn wir jetzt hier aufschließen. Ist Fini und Dattel du, ne? Dann ist der Schlüssel wahrscheinlich weg. Ich will nur noch mal ganz kurz. Vielleicht ist es ja auch ein Geheimnis versteckt. Es sind uns immer noch ein paar Bücher fehlen. Ob man diese Türe damit auch aufschließen kann. Das wäre höchst interessant zu wissen. Nö, okay. Das habe ich auch erwartet. Wo ging es jetzt hier wieder rauf? Ein Felsen weiter, ne? Ja. So. Frachtrohr aufgeschlossen, Tat abgeschlossen. Schon mal nicht so schlecht an. Was? Achso, leider. Okay. Oh, ist das hier das Gold, was man... Und weg damit. 10.000. Okay. Mir wurde irgendwie an 25.000 versprochen. Schon mal nichts, das ist schon mal toll. Hier ist noch ein Buch. Kann ja nichts mitmachen. Hier ist noch ein Buch. Okay, warte. Mein geheimer Plan. Wenn du dies liest, hast du meine Schatulle aufgebrochen, was dich zu einem wahrlich würdigen Piraten macht. Würdig genug, dass ich dir meinen Plan verrate. Mein altes Revier in einem sicheren Hafen für Reisende zu verwandeln, hat irgendwas tief in meiner Seele berührt. Es ist der Funke einer Idee, eine gewaltige Taverne, viel opulenter als die gewöhnlichen Gasthäuser und Bierschinken, von deren Existenz nur wahre Piraten wissen. Eine Höhle, in der nur die beste Beute verkauft wird, wo hartgesottene Abenteurer und gewiefte Seebären sich treffen und Geschichten von Gold und Ruhm austauschen können. Wenn du es zur Sea of Thieves schaffst und dein Herz nach Herausforderungen lechzt, dann merk dir meine Worte. Suche nach Athenes Segen. Ich werde auf dich warten. Okay, nice. War das jetzt auch das letzte Buch? Oh Gott, da fehlt ja noch einiges. 5 von 10? Okay. Ja gut, das ist das, wenn wir alles abschließen. Das ist... Genau, das ist, was wir alles abschließen. Das ist das, wenn wir die Sea of Thieves betreten. Also fehlt jetzt
Uns fehlen zwei Bücher. Ein Kruzifix noch einmal. Okay. Logisch. Rangehen. Oh. Oder ist hier vielleicht noch ein zweites? Hallo. Büchlein. Büchlein, 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 Büchlein. Hier? Ja. Okay, Freunde, ich will euch nicht zu sehr auf die unendliche Folter spannen. Deswegen werden wir jetzt etwas tun, was ich ungern tue. Ich suche mir mal schnell einen Guide raus, suche mal, wo diese zwei sein sollen und dann bin ich gleich wieder da. So, moin, Freunde. Also ich habe mir jetzt rausgesucht, wo die letzten zwei sind und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, ihr habt absolut recht, wenn ihr reinschreibt, Anno, du Blindschleiche. Wie oft waren wir jetzt bei diesem Wrack hier? Und wie oft bin ich zu dieser Tür hier hingerannt und habe gesagt, geht ja nicht auf. Ein Schlüssel kann man auch nicht so machen. Ja, aber wenn man mal einen klitzekleinen Blick nach da wirft. Oh mein Gott. Ja, das ist Nummer 1. Zu mehr Menschen. Ein neuer Orientierungspunkt. Dieses gestrandete Schiff war bei meinem letzten Besuch definitiv nicht hier. Von der Crew fehlt jede Spur. Vielleicht sind sie alle über Bord gegangen und ertrunken. In der Sea of Thieves ist alles ganz anders. Zugegebenermaßen sind meine eigenen Abenteuer auch maßgeblich schuld daran. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Meeresvolk, das tief unter den Wellen lebt. Sollte ein Pirat auf hoher See verloren gehen, irgendwo stranden, dann helfen sie ihm zurück zu seinem Schiff. Herzlichen Dank. Solltest du also einmal über Bord gehen, Reisender, dann halte nach dem Leuchtfeuer des Meeresvolks Ausschau, bevor die Haie die Witterung aufgenommen haben. Du wirst es nicht bereuen. Definitiv. Schade nur, dass man den Loot, falls man den irgendwie in der Hand hält, nicht auch mitnehmen kann. Das wäre eine schöne Erweiterung noch. Okay, das hier war Punkt 1. Das zweite ist, also ich habe nur Bilder dazu gesehen und dachte so, hä, die Tür kennst du doch. Und dann, naja. Das zweite ist irgendwie in dem Wrack, in irgendwie auch wieder in so einem Busch drin. Also wie das eine Ding unten an der Leiter da. Aber ich habe irgendwie noch nicht so genau rausgefunden, wo das sein soll. Also auf jeden Fall in so einem Busch. Gucken jetzt einfach mal alle. Ich sage, ist das Ding auch gar nicht zugewuchert. Es war auf jeden Fall Holz zu sehen. So. Holz und Busch. Holz und Busch. Da braucht man mehr wie so eine. Ich glaube, da noch so eine Art Wand dahinter kommt aus. Wir hätten das Foto brauchen wir immer ein bisschen großzügiger aufnehmen können. Ist kein Busch. Hier ist so ein Busch. War schon zu viel. Sieht noch nicht so aus. Das ist kein Busch. Ein Busch. Hier ist so ein Busch. Oh mein Gott. Okay. Warte mal. Ich bin doch hier schon diverseste Male rein und raus. Hat das F nicht getriggert? Nö. Also da muss ich echt schon. Wenn ich hier so rausgehe, triggert's nicht. Wenn ich hier so reingehe, triggert's nicht. Obwohl. Ja. Wer rennt denn auch schon zu diesen kaputten Fässern hin? Da ist halt nichts. Oh mein. Ein bisschen zu gut versteckt. So nah und doch. Dieses Mal hast du es wirklich geschafft, Ramsay. Zu seiner Lieblingsinsel zurückzukehren ist eine Sache, aber sein Schiff im Herzen der Insel zu zerstören ist eine ganz andere. Belobigung freigeschaltet. Eine sagenumwobene Begegnung. Tat abgeschlossen. Oh, gab es sogar nochmal 2500. Prüfung abgeschlossen. Meisterlicher Pionier. Berühmtheit erhöht. Deine Berühmtheit ist jetzt Stufe 56. Nice.
Belohnung freigeschaltet. Danke sehr. Noch mehr? Durch? Danke sehr. Sowas wäre mir eh früher oder später passiert. Dieser Ort war schon sehr lange mein kleines Geheimnis. Ich musste einfach wieder hier zurück. Wer hätte es gedacht? Ich bin kurz vor dem Schleier. Es fühlt sich so an, als könnte ich ihn greifen. Aber ich will meine Hand nicht mit einem Haken ersetzen. Jedenfalls jetzt doch nicht. Einen Haken ersetzen. Nee, halt nicht ins heil zerfressene Wasser die Hand rein. Was verbirgt sich auf der anderen Seite? Unmengen von Juwelen? Meeresungeheuer so groß wie eine Galeone? Oder noch besser, eine Zukunft für Piraten wie mich? Das nächste Mal wird alles anders sein. Ich gehe zur Magpie, der Schiffsbauerin, und kaufe bei ihr ein neues Schiff und suche mir meine Crew in Ruhe aus, damit wir zusammen hinaussegeln können. Okay, so. Ja, da. Was? Schließe alle Belobigungen ab. Da fehlt diese. Erreiche die Sea of Thieves. Das ist, wenn wir lossegeln. Die zwei ergänzen sich gegenseitig. Bis zum Horizont ist die. Das Abenteuer beginnt ist die. Ich glaube, wir haben es. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Mann. Liebsten Guide, Mann. Ja. Aber wir haben fast alles gefunden. Also. Hat auch nur ewig gedauert. Ne? Also. So, jetzt soll ich mit dir hier sprechen. Sprich mit den Piraten dort. Well now. I say you're as ready as you'll ever be for what's ahead. Allow me to show you the path. Ach, dass es da lang geht, war mir schon hoch. The shroud is beginning to part. But you have one more task before your journey continues. You may be ready to sail, but your ship still needs repairs. Go and tend to her wounds. Shit. Ich musste auf zu neuen Abenteuern. Ach nein, wir brauchen ein Ruderboot. Können schwimmen. An Bord gehen. Ich hoffe nur, dass hier Holz an Bord ist. Nice. Wir dürfen nur nicht lossegeln. Wir müssen erstmal links ins. Oh Gott. Okay, wisst ihr was? Komm, Dinge nehmen wir mit. Schuss noch immer hier vom Strand weg. Geht das? Gerne anmachen. Na gut, dann. Seid ihr bereit, Freunde? Für neue Abenteuer in der Sea of Thieves? Dann geht's jetzt los, mehr oder weniger. Also für euch stückchenweise immer mehr neue Videos in der Playlist zu den Tall Tales und vielleicht machen wir auch einfach mal Videos von den ganz normalen Pfaden. Schauen wir mal, wohin uns die Reise, der Wind und die Segel so bringen.
Und vorbei ist die Musik. Die schöne. Freunde, ich bedanke mich bei jedem da draußen fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Ich hoffe, ich verkünde das jetzt hier nicht zu früh. Ich vermute einfach, dass hier gleich Ende ist. Und wie gesagt, wir sehen uns auf der See da draußen. Zu neuen Abenteuern. Noch mal gegenlenken. Moment. Welche Gegenstände soll ich auspacken, liebes Spiel? Haben gegen Norden. Kann hier gerne noch mein Schiff anbuddeln. Vorne sind noch mehr von diesen Lampen. Ich segel jetzt einfach mal mit euch zusammen hier weiter. Mal gucken, was hier kommt. Musik ist schön. Stimmung passt. So ungefähr hätte ich mir eigentlich fast eher Shipwreck Bay gewünscht. Es ist halt momentan eigentlich nur eine Insel voller Felsen, Klippen und einem gestrandeten Schiff. Segel sind voll im Wind. Es wird ganz kurz ein bisschen rot. Uiuiuiuiui. Ernsthaft, jetzt guck. Okay. War sozusagen nur so ein Begrüßungskomitee oder? War zumindest nicht der Shrouded. Der war nicht weiß. Alter, da aus. Gönnung. Nicht mit mir, Freunde. Als ob die jetzt vom Kraken verschluckt werden. Guckt euch das an, Freunde. Gut, dass wir die vorhaben fahren lassen. Und weg sind sie schon. Ich frage mich, ob die Loot getroppt haben.
das nur so eine einzelne letzte Fackel? Normalerweise sind wir immer zwischen zweien durch. Du nur die zweite Fackel. So, hier irgendwie in die Richtung müssen oder so. So, nix. Sagt die Karte irgendwie was an? Ja, Sea of Thieves, straight ahead. Mowgli, da ist so ein Wrack. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Tolles. Film anhalten dürfen. Schauen wir mal. Schließe Jungfernfahrt ab. Sehr schön. Das Abenteuer beginnt. Oh ja. Gut, dann würde ich sagen, ist an dieser Stelle. Guck mal, da vorne fährt sogar ein anderes Schiff. Vielleicht sogar Spielerschiff. Man weiß es nicht. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, gebe ich ab. An Xbox Game Studios und Rare, genau. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Dann bis zum nächsten Mal hier bei. Sag den Namen, zeig den Namen, show it, go on. Sea of Thieves, na endlich. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, Hummel, Hummel. Moss.